Und niemand denkt daran, an der freien Arztwahl zu rütteln, weil es wichtig ist, dass die Patientinnen und Patienten ihrem Arzt bzw. ihrer Ärztin vertrauen. Daher bitte ich die Ärztekammerfunktionäre um eines. Die Ärztekammerwahlen, die im Frühjahr stattfinden, sind eine Seite der Medaille. Aber stellen auch Sie endlich einmal die Interessen der Patientinnen und Patienten in den Mittelpunkt und tragen Sie Ihren Teil dazu bei, die angeheizte Diskussion wieder auf eine sachliche Ebene zu bringen, und blockieren Sie nicht ständig alle Vorhaben, denn die Patientinnen und Patienten brauchen mehr als nur Ihr Nein. Denn Nein zur Gesundheitsreform, Nein zu ELGA, Nein zur E-Medikation oder gar ein Nein zu neuen Versorgungsformen wie jene in Mariazell sind keine Lösungsansätze.